So. Achso, ich wollte ja noch eine Mission annehmen, ne? Guck mal, ich gehe schon wieder Beim zurück. BDU wird viel über dies sind die heutigen Ich Aufträge würde von sagen, wir fahren BDU. heute an, fangen heute an mit Bäreninseln. Dann haben wir 200 Punkte, haben wir 300 Punkte. Können mit diesen 300 Punkten, also schon 300, 3 Ansehenspunkte, können damit den Kameraden im Hauptquartier beschäftigen. Und der kann dann schon mal die zweite Funkmeerstation tatsächlich entwickeln. Und danach schauen wir mal, was wir noch machen. Also wir werden heute zwei Missionen machen, denke ich mal, wenn wir gut durchkommen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Bäreninsel, fangen wir an. Alles klar? So, einmal abspeichern, weil Ich er werde mal keine gleich Leute los hier. zugewiesen hat. Jetzt ja. Jetzt geht es auch ein bisschen schneller. Ich kann mal ganz kurz raufschauen. Das ist mich jetzt auch neu. Habt ihr keine Leute beim Maschinisten, also bei an den Maschinen zusätzlich ran, Matrosen? Ist natürlich der Kraftstoffverbrauch nicht um 30% wird er nicht sinken, aber die befohlene Fahrstufe wird nach 2 Sekunden jetzt ausgeführt. Aber wenn einer da ist, nach 6 Sekunden erst. Also das ist auch neu. Also ihr müsst tatsächlich darauf achten, dass die Stationen besetzt sind. Und ihr seht, wir können tatsächlich auch nur noch 6 Stationen besetzen. Hier könnten wir eigentlich, das ist, früher war es ja so, du konntest ja fast dann die ganzen Matrosen alle hinklatschen. Das geht jetzt hier nicht mehr. Wir können nicht mal. Alles Jetzt voll stoppt er klatschen. automatisch, auch ganz cool. Ihr stoppt automatisch erstmal ab und dann beschleunigt er wieder. So, da sind wir jetzt raus. Ansonsten sind wir ja morgen noch im Hafen. Genau. Nein, den kriegst du nicht. Dragon Age, den haben nur wirklich nur ein paar Leute bekommen. Ich glaube, in Deutschland, deutsche Streamer haben, glaube ich, nur zwei, drei tatsächlich einen Beta-Key bekommen. Und ich glaube, englische Streamer waren auch drei, vier. Ja. Viele waren das nicht. Das waren tatsächlich sehr, sehr wenige. Also wir waren tatsächlich der erste Kanal, dem die Beta-Keys zugesprochen wurden. Und dann hatte Playway vor ein paar Tagen ja noch Werbung gemacht und hatten sich noch ein paar andere Streamer gemeldet. Und die haben dann tatsächlich auch die Keys bekommen. Lustig, wie das ist. Ja, Dufti hat sich aber tatsächlich erst auf den Aufruf beworben, wo Playway den Aufruf gemacht hatte. Da hatten wir den ja schon. Das war auch irgendwie total lustig. Also hätte ich auch nie gedacht, dass wir alleine da standen die ganze Zeit. Abend. Bin ich da gespannt auf das neue Update. Das kannst du gern sein, Roy. Grüß dich. Ja, Dragon Egg. Hätte es mal weitergemacht. Aber ich glaube, die haben auch nach Reichweite gesucht, wie oft man das schon gemacht hat und all sowas. Der hätte das dann auch regelmäßig streamen müssen. Der hätte vielleicht Chance gehabt. Aber Morphos, ich freue mich auch wirklich, dass Duffy das Glück hatte, dass er den Key bekommen hatte. Ich glaube, er wäre todtraurig gewesen, wenn er nicht den Key bekommen hätte. Er macht ja auch sehr viel. Spielt zwar, hat mir schon gesagt, komplett anders als ich, aber gut, jeder spielt es anders. So, wir wollen zu den Bäreninseln, hat mir gesagt. Vorbei an Helgoland City hier. Kurs setzen. Da oben hin, ne? Was für eine Strecke, du. Legen Sie den Kurs an. Was ihr jetzt seht, es ist neu, ne? Es ist schwarz. Und das Schöne ist, ihr seht jetzt hier meine Punkte. Denkt, Mensch, hat er, was ist das denn für ein Bug hier? Da haben wir in unserer zweiten Mission unsere Minen verlegt. Und alles, was ihr jetzt einzeichnet, hier Striche, was weiß ich hier alles, das bleibt jetzt alles, wenn ihr speichert, bleibt das jetzt erhalten. Das finde ich persönlich sehr, sehr toll. Das ist ein sehr schönes Future. Wenn man sich zum Beispiel in den Hafenanlagen irgendwas einzeichnen will, dann bleibt das dauerhaft bestehen. Siehst du, da oben ist nochmal ein alter Strich von gestern. Den machen wir natürlich mal weg hier. Wie sieht das denn aus? Okay. So, los geht's. Halbe Schneller, Fahrt. schneller! Hier nochmal für euch das Bild. Hatte Dafti Probleme heute? Abstürze etc. was? So, das lübt hier. Also ihr klickt die Dinger nicht mehr an. Alles klar. Gut zu wissen. Warum machen die beiden Düsbuddels das gleiche hier? Funkmat. Herr Kaloy? Funkobermat. Dann kannst du hier Karten spielen. Jawohl. Für die Moral. Gut, Kontakt.
Alles klar. Moin, Pauke. Alles klar. Ja, Pauke, schon der dritte Tag. Heute kam Update. Wir wollten eigentlich schon um 5 anfangen. Aber das Team hatte so massive Probleme, konnten wir das Update erstmal nicht mehr ziehen. Warte mal ganz kurz. Auf dem Rückmarsch zum Stützpunkt hörten wir einen einzelnen Propeller, wahrscheinlich ein Handelsschiff. Planquadrant AN219. Geschwindigkeit langsam, Kurs östlich. Heute haben wir Update gezogen, Pauke, und schon 2 Abstürze gehabt und Bäume im Wasser. Also das Update war wirklich nicht gut. Das Update war wirklich nicht gut. Na gut, vielleicht finden sie noch den Fehler. AN219. Was hat er gesagt? Östlich, ne? Ja. Östlich, ne? Ganz kurz. Östlich. Alles klar. Also hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Schneller, schneller! AK. Ein Mann ab, ein Mann hier. Wir drücken hier nicht mehr rauf. Wir dürfen uns nicht mehr zu verleiten, das ist alles zu buggy. Oh, das kann natürlich sein, Morphboys. Also sollte er nochmal abstürzen, mache ich schnell einen Dateicheck. Das ist eine sehr gute Idee, Morphboys. Hast du vollkommen natürlich recht. Nach den ganzen Hin- und Her-Geplänke um 5-mal PC starten und was das nicht alles. Das kann natürlich... Da hast du vollkommen recht, Morphois. Da hast du vollkommen recht, ja. So, kleine Fahrt. Auf Seerohrtiefe gehen. Wir gehen auf Seerohrtiefe. Kamerad dort. Also auf jeden Fall zieht die Performance. Die Performance vom PC, also von der Grafikkarte, zieht jetzt mehr als gestern und vorgestern. Das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber also gestern war es wirklich so, bei dieser Einstellung, die ich jetzt spiele, war ich bei 84%, jetzt bin ich bei 94% und habe 10 Grad mehr auf der Grafikkarte als gestern. Jetzt habe ich 72 Grad auf der Grafikkarte. Gestern hatte ich irgendwas um die 60, 61 oder so. Was ist F11? Warte mal ganz kurz. Achso, alles klar. Ja, ja, aber das ist, ich habe noch die Kompass-Mod. Reichweite um 25% erhöht. Dann luschen wir mal. Chefschrauben, Herr, da ist das Schraubengeräusch. 73,7. Der will da oben hin. Bestimmt Norwegen oder sowas. Wir müssen da eh hin. Chefschrauben, Herr Kaloy. Oh, da ist noch einer. Zu Befehl. 33. Der wird komplett weg. Den lassen wir. Den holen wir uns. Genau. Danny, eventuell solltest du die Beta ohne Mod spielen und sicherzustellen, dass sie Fehler im Spiel liegt und nicht an den Mods. Mirko, man hat mir ja vom Playway tatsächlich gesagt, dass diese Mod, also wir haben ja wirklich nur die eine Mod laufen, die Kompass-Mod, keinen Fehler verursacht. Das haben sie ja schon ausgeschlossen. Das haben sie mir schon selbst mitgeteilt. Also der spielt ja selbst jeden Tag U-Boot, weil er ja auch immer testet und hat gesagt, diese Mod macht keinen Fehler. Aber ich weiß, was du meinst. So, genau. Wir fahren ein bisschen unter Wasser hier, aber wir tauchen jetzt auf. Und der kann so lange ein bisschen Bubu machen.
Ja, mache ich auch. Aber den Bug, den ich jetzt hatte, kann ich ja jetzt nicht melden, weil ich da gar überhaupt keinen Zugriff mehr hatte auf diese Maske. Ich mache das nachher, ich schreibe ihn nachher nochmal persönlich an. Kurs auf diese Koordinaten, auf Seerohrtiefe gehen. So, wir gehen hier runter und fangen den Kameraden hier ab. Das machen wir nachher. Ja, aber es ist ein fieser Bug. Also der war gestern und vorgestern nicht da. Da muss er jetzt durch dieses Update hineingekommen sein. Oder wie Morphe schon sagte, vielleicht haben wir auch einen kleinen Fehler. Passt nicht so ganz synchron. Gut. Da ist der Kollege. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. 8 Knoten. Das ist definitiv keine Empire-Klasse, sondern was Größeres. 2,57,5. Alti, vielen Dank für dein Follow und willkommen. Kompressor aktiv? Ja, machen wir gleich. Aber hätte es das über die letzten 2 Tage nicht immer nur... Nee, es war was anderes. Ich habe tatsächlich auch so rumgeklickt, Biorex. 100%ig sicher, mein Lieber. 100%ig sicher. Kompressor, ja, habe ich gesehen, aber für den einen Frachter reicht das. Für den einen Frachter reicht das, beziehungsweise für beide. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Wir gehen halbe Fahrt. Wir holen uns erstmal den hier vorne. Dann setzen wir zurück mit dem Hecktorpedo und holen uns den hier. Außer sind beides Norweger. Ich glaube, die sind noch neutral hier, so wie ich das aussehe. Ja. Alles gut. Maschinenstopp, Hauptruder 0. Kurs setzen. Und Tiefensteuerung besetzen. Bestätigt. Dann speichere ich einmal ab, nicht dass er wieder abstürzt. Bist du gar nicht so sicher? Okay. Die hier, ne? Ja, dann halte ich meine Maus da drauf. Warte, so. Und dann siehst du das nicht so. Okay, besser, ne? Er hat immer noch den Ruckler hier. Das werde ich mal morgen oder übermorgen mal testen. Also wie gesagt, das ist jetzt kein Spielproblem. Das ist nur eine Grafikeinstellung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das an den... Was meint er? Könnte das an den Blom-Effekt liegen hier? Sehr wohl, Herr Kaloy. Blom-Effekt? Oder ist das der Randliefer? Wofür ist der Blom-Effekt? Vielleicht kennst du das. Ich weiß nicht. Wasser einen runterstellen. Wollen wir es mal versuchen? Dann sieht es aber nur noch sehr gut aus. Nee, hubbelt immer noch. Daran liegt das nicht, mein Lieber. Also tatsächlich hat er da noch so eine kleine Macke. Also es liegt nicht an... Ja, und das, da muss ich auch nochmal nachfragen, warum er hier auf Mittel gestellt hat, automatisch. Das ist ja auch wieder so ein Ding für mich. Ich wüsste sonst nicht, woran es liegen könnte. Spiegelung vielleicht? Voll?
sind chromatische Abweichungen? Das schaut mir nach einer Kamerasache aus. Okay. Kamerasache. Wo haben wir die denn? Haben wir hier noch eine Kameraeinstellung? Das, wie gesagt, das verstehe ich nicht, dass er hier die 10% runtergesetzt hat. Das, ich weiß das nicht. Kamera. Keine Ahnung. Echtzeit. Ach, guck mal, es gibt so eine Taste für Echtzeitfahren. Okay. Wenn du mal schaust, was beim Ruckeln passiert, sieht es so aus, als würde er dann immer näher. Warte mal ganz kurz. Er zieht es immer so hoch, ne? Er zieht es immer so einen Ticken hoch. Komisch aus, ne? Aber beim Ranzoomen macht er es auch. Aber also hier oben hat er auch diese Ruckler, ne? Warte mal. Ganz leicht, als ob er immer so einen Hopper macht, irgendwie. Weil die vom Playway konnten mir tatsächlich auch nicht weiterhelfen. Ob ich einen getrunken habe, irgendwie. Gut, alles klar. Trotzdem, da müssen wir mal warten, bis der Kollege hier vorbeikommt. Ja, irgendwie. Oh, warte mal, jetzt haben wir ganz vergessen hier. Das, was ich euch immer sage, Hauptruder auf Null stellen. Drehen wir mal wieder zurück. Ach, guck mal, das Hauptruder spinnt ja auch hier rum. Kleine Fahrt. Also das Update heute, die Dateien, die sie raufgebracht haben, die haben überhaupt nichts gebracht. Also das hat das Spiel eher verschlechtert als verbessert heute. So, wir schauen gleich mal, was da reinkommt. Hinten haben wir noch ein Hecktorpedo. So, erstmal Stopp. Hauptruder 0. Und dann schauen wir mal, was für einen Kollegen wir hier haben. Ach, schau mal. Haben wir gleich einen Tanker. Lass uns mal das Ruder sehen, wenn der Ruckler kommt. Später. Die Grafik sieht aus, als wenn die Grafik mit dem Wellen nicht klarkommt. Guten Abend, der Tinker. Grüß dich. Ja. Ohne Motor. Ja. Genau, deshalb haben wir es gedreht. Also entweder 15 Uhr oder 18 Uhr würde ich mal reinschauen. Nautilus. So, den holen wir uns. Problem ist aber, der Tinker tatsächlich, die vom Playway haben wir gesagt, und der eine spielt das ja tatsächlich auch nonstop, ich sehe das ja. Der hat es nicht. Und er hat auch gesagt, das ist kein bekannter Fehler. Ich habe mir auch alle Dateien geschickt tatsächlich. 1,2, das reicht. Von daher, ja, die wissen auch nicht, woran das liegt. Also es ist bekannt, ich habe das weitergeleitet, aber sie wissen tatsächlich nicht, woran das liegt. Oh Gott, da darf ich nicht draufklicken. Jetzt guck mal, jetzt kann ich über 6 rein. Jetzt kann ich 10 rein. Guck mal, bei Alarm können wir bis zu 10 Leute einsetzen. Das ist ja auch interessant. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz rein, damit ihr das nochmal seht, was hier auch neu ist. Dann ruckelt der auch hier rum. Was ist das denn für Müll? Wo ist die Zentrale? Genau, jetzt sind immer die Offiziere alle in der Zentrale. Und jetzt seht ihr den Bonus, den wir haben. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, gehen wir rauf, Ingenieur Ralf ist dort mit einem Matrosen. Das bringt uns tatsächlich, der Schaden der eingebauten Geräte wird auf jeden Fall, guck mal, er ruckelt immer noch, ne? Das ist ja komisch. Auf jeden Fall wird die Leistungsfähigkeit um jeweils 10% gesteigert.
Persönliche Fähigkeit, Stressanreicherung, minus 30% von Morpheus kommt noch zu in Alarmfall. Und dadurch, dass Ralf da ist, ist der Schaden, den wir hier reinbekommen, ich kann mal ganz kurz hier raufgehen, durch die Wartung der Gerätschaften sinkt die Wahrscheinlichkeit um 10%, dass diese Zwischenfall beschädigt werden. Matrose, okay, alles klar. Um 5% nochmal mehr Schutz oder sowas, ne? Der Schaden der eingebauten Geräte zugefügt wird um 5% nochmal reduziert. Bewegungsschärfe, wollen wir mal schauen? Wir speichern auf jeden Fall. Kenny! Kenny? Guten Abend, Kenny. Grüß dich. Hi. Wir speichern mal. Bewegungsschärfe könnten wir mal schauen. Ich meine aber, ich hatte sie ausgeschaltet. Das ist ein ganz guter nochmal Ansatz von dir. Legen Sie den Kurs an. Ich meine aber, die Bewegungsschärfe habe ich deaktiviert. Muss ich die Bewegungsschärfe aktivieren vielleicht? Hubbelt immer noch wie ein Kaninchen rum hier. Das ist, als ob er irgendwie besoffen ist oder sowas, ne? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bewegungsschärfe. Sehr wohl, Herr Kaloy. Tiefenschärfe vielleicht? Wofür ist Tiefenschärfe? Wir machen mal Tiefenschärfe. Keine Ahnung. Kurs setzen. Keine Ahnung, woran das hier liegt. Ich glaube, da kann ich den ganzen Abend rumklicken und werde da, Herr Kaloy. Werde da tatsächlich. Was ist das denn vielleicht hier? Den Filter vielleicht nochmal? Aber ich glaube, der huppelt immer noch damit rum, ne? Ahoi! Ahoi, Seemann. Keine Ahnung. Keine Ahnung, woran das liegt. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Anti-Leasing vielleicht. Mittelweich. Ich weiß es nicht. Ich bin auch hoffnungslos. Phil, grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist. Bloom-Effekt. Ja, können wir mal deaktivieren, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, oder? Nee. Oh, alles klar. Nighty, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Danke dafür. Stopp, du hast irgendwie einen Kurs eingestellt. Was für einen Kurs habe ich jetzt eingestellt? Also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Ich muss mich da mit der Ruhe nochmal beschäftigen. Die wird schwindelig auch noch. Okay, wir haben jetzt hier den Tanker. Das ist jetzt erstmal das Wichtige. Fandi, ja, komm. Der kann auch an die Schadenskontrolle gehen. Dann haben wir all die Jungs jetzt dort. Dann warten wir hier den Kutter. Wir haben hier 2,57,7. Könnt ihr auch abrunden oder aufrunden auf 2,58. Ich mache das tatsächlich immer so. Also ihr könnt auch wie normal ab 5 könnt ihr aufrunden oder halt darunter abrunden. Gibt es noch Namen? Ja, wenn du deine Punkte hast, kann jeder seine Namen hier benennen. Die haben alle ihre Punkte dafür ausgegeben. Ansonsten Matrosen. Matrosen werde ich am Sonntag benennen. Sonntag haben wir unseren U-Boot-Abend und die meisten sind ja jetzt wirklich dabei, nur um den neuen Patch zu sehen. Ab morgen können die meisten ja selber spielen. Und daher werden wir, denke ich mal, am Sonntag wieder nur um die 40 bis 50 Leute sein. Und dann werde ich auch die Matrosen wieder benennen. Dein Ruder spinnt auch, ne? Ja, sehe ich auch gerade. Das ist auch lustig, ne? Jetzt, ja. Jetzt ist es wieder stramm drin. Das alles dreht aus. Alles aus. Was hat Morpheus gesagt? Aus? Merkomania hat zum Beispiel seine Punkte jetzt auch gelöst. Genau, Merko. Alles klar. Phil, ja, aber wir werden noch ganz viele Offiziere haben. Ich werde sonst nochmal die Namen auf jeden Fall nochmal anpassen, Daniels. Aber jetzt muss ich erstmal den hier machen. Der heißt jetzt Merko. Alles klar, zack. So, Phil. Jeder hat die Chance. Die Matrosen, die werde ich deutlich günstiger machen. Immer noch so teuer. Ja, das Hauptruder ist auch interessant, ne? So, auch warte mal, wir wollten ja noch was machen. Entschuldigt, ja, hier hat mir auch das Gehüpfel. Dann ist der Kutter, das ist auch neu hier, dieses Benupsel. Und da ist er. Leider haben wir noch das alte Buch, das neue gibt es leider noch nicht. Also das mit den historischen Bildern, was wir sonst immer benutzt haben. Da werden wir aber dranbleiben. So, das müsste eine Eulklasse sein. Ja,
Mit dem Steg sieht man ganz markant, wie er hinten hochgeht. Bei 12 Meter Tiefgang. Jo, alles klar. Geschwindigkeit messen wir auch nochmal schnell ein. Mit C? Ist das Merko mit C? Alles klar, ich guck gleich mal. Mikro, nicht Merko. Ach so, Mikro. Mit Kas. Mikro. Und muss ich. Heißt du nicht Merko? Mikro? Oh Gott, Mikro. Ich mach's mal gleich nochmal neu. Merko stimmt schon, oh Gott. Ja, alles Bugs. Ich werde es auch gleich nochmal melden. 7 Knoten Entfernung. Oh moin Jan, schön, dass du da bist, mein Lieber. Bestätigen, 1,5. Wir checken das hier nochmal. Ich nehme mal 1,3. Rohr 1, bewässert. Das Hüpfen macht mich ja irre. Schaut mal, wenn ich umso tiefer ich jetzt gehe, dann kommt das jetzt. Dann sagt er, oh Mann, mach nicht, der Einschlafwinkel passt nicht. Da hat mich der Publisher auch nochmal aufmerksam gemacht tatsächlich. Der hat sich das ja angeschaut. Bei mir 4,50 Meter liegen wir eigentlich ganz gut. Wir gehen auf 4 Meter. Dann passt das wunderbar. Geschwindigkeit auf Maximum drehen wir. Auf 40. So, alles klar. Und da haben wir Feuer frei, würde ich sagen. Los! Oh schön. Weggeklickt. Genau, der hatte mich tatsächlich, er hat aber nichts gezahlt. Doch, was? Gezählt. Gezahlt, nee. Warte mal ganz kurz. Ah, gut so. Also, macht die teurer. Ich habe 100k Punkte. Was denn nun? Mit K, nicht mit... Oh, ihr macht mich alle irre hier. Er macht mich irre, meine. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. So, da ist der A-Länder hier. 30 Sekunden. Ja, dieses Gehubbel macht mich irre, du. Das sieht auch gut aus, oder? Boah, ich denke mal schon. 10 Sekunden bis Einschlag. Gestern haben wir 2 Tanker gleichzeitig getroffen. Das war ein Feuerwerk. Oh, der säuft euch ab. Wir tauchen auf. Der erste Tanker. Nee, gestern haben wir tatsächlich 2 Tanker versenkt, Phil. Die im Konvoi waren. Alter, ist das laut. Warte, was war das denn bitte? Da muss ich gleich mal schauen. Da platzt ja meine Ohren weg hier. Wir tauchen natürlich auf und geben ihm den Gnadenstoß. Dann drehen wir gleich bei und holen uns hier... Guck mal, da ist er schon. Der dreht schon ab, der Bengel. Ist auch ein Engländer. Der kommt nicht weg. Den holen wir uns. Aber erstmal geben wir den einen vor der Flinte. Ich denke mal spätestens 18 Uhr. Ich würde ab 15 Uhr mal reinschauen oder spätestens 18 Uhr. Also ich habe noch kein Info von Playway bekommen. Ich werde nachher mal doof fragen. Vielleicht kriege ich noch mal was und haut das in Discord rein. Ich kann das jetzt aber nicht garantieren. So. 8-8er wird besetzt und Kamerad Morpheus darf hinten an das Spielzeug ran. Kompressors an. Den geben wir gleich einem vor der Nase und dann drehen wir gleich bei. Das kann natürlich auch sein. Da nicht, aber beim anderen. Also wir werden morgen auch streamen. Ich denke mal gegen 17 Uhr. Ich weiß, die meisten von euch werden selber spielen. Ich denke mal nicht, dass wir heute so viel werden wie heute. Gestern waren wir ja durchschnittlich um die 90 Leute. Am Mittwoch war das, glaube ich. Waren wir sogar Höchststand 150 Leute hier drin. Unglaublich, was wir 10 sich hier abgespielt haben. So.
Danny, das ist auch wieder der alten Weltträger hier. Das Nachladegeräusch ist auch sehr schön geworden. Sinkt er jetzt? Der braucht noch diesen einen Schuss hier, ne? Ja, ich glaube, der sinkt. Guck mal, hier haben wir dieses Ruckeln zum Beispiel jetzt nicht, ne? Oder? Nö. Das Nachladen, hört mal. Plündern. Der geht leider nicht zu plündern. So, der Kollege sinkt. Ja, ne? Das ist gut geworden, ja. Ich find's auch. Hull Breach, alles klar, sehr gut. Wir drehen bei. Wo ist er denn? Der war doch immer hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. AK. Wir dürfen bloß hier nicht rumklicken. Das ist aber interessant. Beim Alarmfall haben wir 10 Matrosen zur Verfügung. Bei normaler Fahrt 6 Matrosen, um die Station zu besetzen. Moin Zerstörer, grüß dich. So. Gefangene. Maschinenstopp. Hauptbruder 0. Arthur, nö. Oh, die haben wir ja eben schon gehabt. Arthur Armstrong, oder? Ne, hier ist tatsächlich keiner dabei, außer die. Die kriegen einmal jetzt hier Tabak, wollte ich gerade sagen. Arthur Thompson, hieß der andere auch nicht Arthur? Entschuldigung, wenn ich jetzt so rumklicke. Die kriegen jetzt einmal Schwarzbrot hier. Mehr gibt's nicht, wenn es. Alles Gute. So, wir, wie gesagt, wollten jetzt hier. Wo war das denn hier unten hin? Kurs setzen. Voller K. Funkspruch wird abgesetzt von den Kameraden hier. Herr Kaloy. Ich muss ja echt sagen, allein die Offiziere unten aufgereiht zu sehen. Ja, sieht schon gut aus. Auch wie sie jetzt hier. Guck mal, der eine kriegt jetzt Mirko kriegt jetzt irgendwas in die Hand gedrückt und liest das gar nicht. Kann das gar nicht lesen, weil er so. Und sagt, ja, alles klar, wird schon irgendwie stimmen. Ja. Das ist allein schon cool. Oh, warte mal. Da müssen wir draufklicken. Nein, das haben sie schon gut gemacht. Das haben sie schon wirklich gut gemacht. Die Lenzpumpe können wir nochmal aktivieren kurz. Auch wie sie hier, habt ihr es gesehen? Wie sie hier durchhangeln. Guck mal, mit den. Wenn sie hier durchrennen. Hier, warte mal, er rennt bestimmt gleich hier nochmal durch. Oder? Ne, er macht das nicht, aber der andere hat das gemacht. Hangelt sich, hält sich fest und hangelt sich durch. Das haben sie sehr gut gemacht. Sehr gut aus. Wie gesagt, grafisch-technisch könnt ihr noch mehr rauskitzeln. Ich habe das wegen dem Stream tatsächlich jetzt Mission deaktiviert. Aber ich muss die Tage mal auf Fehlersuche gehen. Legen Sie den Kurs an. So, wo bist du, Alec Corder? Eben hatten wir dich noch gesehen. Warte mal. Du kannst mal ein bisschen luschern. Dann können wir ein bisschen weiter schauen, mein Freund. Und da bist du ja. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Hier wird kein Alarm abgebrochen. Ich werde versuchen, ihn nicht komplett zu versenken, weil wir wollen mal an Bord gehen. Und mal schauen, was er da ran hat. So, deshalb müssen wir ihn erstmal einen vom Bug knallen, dass das Schiff verlassen wird. Was ich mir auch wünschen... Oh Gott, der steuert ja genau auf und zu hier. Ist der verrückt? Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man, dass sie freiwillig die Flagge streichen. Auch wenn sie noch an Bord sind. Und dass man dann einfach so an Bord gehen kann. Und dass das auch das Bewaffnete denn wieder ein Gewicht hat. Das würde mich regen. Das schauen wir nachher mal. Entschuldigung. Ja, die Druckluft. Die Druckluft ist auch.
Läuft doch, Männers. Was wollte der denn an mir? Der geht ins Wasser. Noch, der hat doch getroffen. Gott sei Dank. So, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube, langsame Fahrt ist vorteilhaft. So, Prost, Männers, auf euch, ne? Also, die Bugs, du, das hätte ich ja nicht gedacht, so viele. Was war das denn hier gerade? Was ist da denn mal gefallen? Oh, warte mal. Hier ist gerade eine Schraube runtergefallen. Wo kommt diese Schraube her? Ich hoffe nicht von meinem Stuhl. Wo kommt denn die Schraube her? Schaut mal, so eine Schraube habe ich gerade gefallen. Die ist irgendwo runtergefallen. Muss ich gleich mal gucken. So. Ja, Wirkungstreffer. Wodka E. Ja, eigentlich hätte ich gerne nochmal einen Gin gehabt. Gib mir den Wodka, Anuschka, und dann lass mich sein. Der Wodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Wodka, Anuschka, und sei wieder gut. Denn wenn du nicht gut bist, komm ich doch. Achso, schon vorbei. Okay. Feuer am Deck. So, ich glaube, mehr dürfen wir auch nicht machen. Das Brett der Kutter ab hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Matt. Tom, Thomason, grüß dich, mein Bester. Hol noch auf YouTube, jetzt schon wieder hier. Schön, dass du da bist. Ist das nicht schön, Menes? Ist das nicht schön? Wenn die ganzen kleinen Bugs nicht wären, dann wäre es noch schöner im Leben. Bourbon. Bourbon? Habe ich noch nie getrunken. Ich trinke tatsächlich sehr gerne Gin, meine Lieben. Also, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, schickt mir Gin. Nur der Alkohol bringt uns nach vorne, wie war das? Aber ich darf hier keine Werbung machen, einfach Alkohol, stimmt ja. So, war der Kutter schon evakuiert? Mach ein Loch in die Brücke. Dann. Wir haben tatsächlich schon ein paar Bugs gehabt heute, Tom. So, runter da vom Bord, wir wollen ein Schiff. War schon vielleicht ein bisschen zu viel, ne? Des Guten. Aber das finde ich eigentlich, also es ist cool, muss ich sagen. Aber besser schießen kann ich tatsächlich so. Ja, die kommen aber, glaube ich, erst 43, 44, Phil. Starman. Er fährt noch weiter, ne? Es Wasser läuft rein. Ich spule mal einen kleinen Tick vor. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Aber schaut mal. Er verliert tatsächlich nicht das Wasser da nicht durch. Es war vielleicht schon ein bisschen viel. Ich hoffe nicht. Das Nachladegeräusch ist auch cool, ne? Ja. Kleine Fahrt. Aber sieht der? Er hat jetzt hier keinen Einbruch, ne? Legen Sie den Kurs an. Schneller, schneller! Er ist verlangsamer geworden. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Das heißt, wir pullen hier nochmal einen rein jetzt hier. Am besten hinten, wa? Feuer an Deck. Er soll ja nicht sinken. Der Arm ist auch neu, Kenny. Wir können jetzt an Bord gehen, wenn das Schiff evakuiert wird. Aber ich glaube, jetzt brennt es eher komplett runter. Ich hatte gehofft, dass es vorher evakuiert wird. Aber die sind verdammt zäh, die Tommys hier.
Maschinenstopp. Schiff wird evakuiert jetzt. Das sieht man hier unten ganz fein. Ärgerlich. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja. Ja, das, leider sinkt der Kurs jetzt komplett. Schade. Schade. Hüllenbruch, sie sinken. Empire Union. Na, schauen wir mal, was mit den Jungs hier los ist. Kamerad Briggs und Evans, alles klar. Die beiden kommen mit. Die bringen uns ein bisschen Geld. Und die anderen Kollegen. Ein bisschen Trockenbrot hier. Alles klar. Alles Gute, Menes. Schlaf gut. Das haben wir. Alarm abgebrochen. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir auch nur noch 6 zur Verfügung. Beim Alarmfall hat man immer 10 zur Verfügung. Auch ganz interessant. Kartentisch. Und du luscherst hier oben ein bisschen. Und du... Jo, was machst du denn? Nee, du gehst pennen, mein Freund. Und du machst hier die... Bisschen lucky-ducky. Und... Wenn ich da jetzt raufklicke, stürzt er ab. Und der kann pennen gehen. Wenn ich da jetzt raufklicke, habe ich Angst, dass er jetzt... Wobei, er hat einen, ne? Zugewiesene Matrosen ein. Okay. Dann geht es jetzt Richtung Norden, zu den Bäreninseln. Wir wollten da ja heute... Wahrscheinlich weggradieren. Aber wie gesagt, für die Leute, die jetzt später zugekommen ist, die Markierung hier, das bleibt jetzt alles stehen. Alle Zeichen, die ihr euch hier reinsetzt, bleibt dauerhaft bestehen. Speichern. Danke. Einmal. Genau, also das ist leider so, Fox, das ist eine Sache, die ich mir noch wünsche, dass die Schiffe vielleicht in der Zukunft die Segel streichen und man dann an Bord gehen kann. Vorausgesetzt, man hat natürlich das Karabiner. Das würde ich mir tatsächlich nochmal wünschen, ja. Aber U-Boot wird gut entwickelt. Ich denke mal, da sind wir gut dabei. Kurs setzen. So. Jawohl. Na? Nee, nicht Alex. Nicht Alex, seid ihr verrückt. Dass wir wieder Bäume im Wasser haben. Ach, schaut mal. Guck mal. Das hat sich jetzt geändert. Die Bäreninseln sind jetzt tatsächlich mit Schnee bedeckt. Toll. Wo sind die Eisbären? Wir tauchen auf. Sind wir denn schon da? Sind wir schon da? Ja, wir fahren noch ein Stückchen näher ran. Wir schleichen uns noch näher ran. Genau, also das sind ja mehrere Kanäle, könnt ihr euch jetzt austauschen. Das Video übrigens ist vom Funny, was ich jetzt hier gerade eingeblendet habe. Ich finde das so cool. Diese Unterwasserfahrt. Und er hat mir jetzt noch was von Wasserbomben geschickt. Das will ich dann nächstes Mal mit reinbringen. So, ich packe mal den Livestream auf mein Tablet. Ich will noch ein Tiger 2 zusammenbauen. Tiger 2 zusammenbauen bei War Thunder, richtig? Ist der Stein ja schon fertig heute übrigens? Alles klar. Maschinen. Stopp! Und wir tauchen auf. Hauptruder auf Null stellen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Guck mal, hier habe ich jetzt nicht dieses Huppeln, oder? Komisch. Ach, von Kobi. Was hast du dafür bezahlt? Zerstörer. Und wieso habe ich den noch gar nicht? Das könnte ich auch mal machen. Von Kobi hier mal im Livestreamer basteln. Bastelnachmittag mit Onkel Raguso hier. Das wäre ja auch was gut. So, alles klar. So, wir sind hier am Posten. Schiff schwabbert noch ein bisschen hier herum. So, warte mal. Das. Die ziehen wir hier ab. Die fügen wir ihn hier zu.
Tut euch nicht den Gefallen. Also wie gesagt, wir hatten jetzt mehrfach den Fehler gehabt, wenn wir hier reingeklickt haben, dass es abgestürzt ist. Und die dunkelgrau hinterlegten, die ihr jetzt hier seht, also hier zum Beispiel bei Merkur und bei Morpheus, die Kameraden machen passive Aufgaben, wie zum Beispiel Brückenwache, Reinigung, Kombüse, Steuerradstation, Dieselmotoren etc. etc. Die drei unteren, das sind die, die gerade aktiv Dienst machen. Zum Beispiel Klaus Vogel ist bei Raguso eingeteilt und Stefan Keller. Und bei Dirt ist nur einer zugeteilt, der ist gerade an der Heustation, was natürlich Quatsch ist, ziehen wir natürlich gleich ab. Und die restlichen Zugeteilten, die machen passive Aufgaben. So, das haben wir. Das heißt, der geht raus, der geht rein. Und wenn das grün leicht hinterlegt ist, kann man da noch einen hinzufügen. Und ihr habt nur 6 Stück, die ihr jetzt hinzufügen könnt. Alarmfall 10. Bei Wartanks habe ich alle Tiger. Ich weiß. Zerstöre. Ich beobachte dich heimlich bei Steiner immer im Discord. So, mein Lieber. So, jetzt geben wir ein Einsatzgebiet Wetterstation. Wir schicken einen Trupp an die Insel. So. Der Kamerad. Oh, jetzt haben wir richtig viele Männer hier, ne? Mirko als Läufer. Oh Gott, schade. Ich hätte gern Fanny geschickt. Fanny ist mich robust. Wir schicken Mirko. Der ist noch. Der kriegt auch einen Karabiner mit. Für die Eisbären. Dann schicke ich. Ah, Ralf. Ademaru kann doch schnell ins Wasser sonst hüpfen. Jawohl. Sehr gut. Vorbildlich. Und einer muss ja die Verantwortung mittragen mit Mirko. Morpheus. Ich denke mal, du übernimmst auch die Aufgabe. Und dann noch 6 Leichenmatrosen. Alles klar. Männer ist. Sehr schön. So, das Ding nimmt ihr automatisch mit. Okay, dann geht man an Bord, wollte ich gerade sagen. An Land. Und für den Kobi-Tiger habe ich 50 Euro. Ach, das geht ja noch, ne? Ja. Das ist schön. Der mächtige Panther 2. Ah, gibt schon coole Modelle. Also, ich habe Warzone aufgegeben. Das ist mir. Ich schaffe das alles nicht. So, ihre Mannschaft ist ohne Probleme an die Küste gekommen. Es gibt keine Anzeichen von menschlicher Anwesenheit. Sollen wir einen Spähtrupp losschicken? Also, es ist auch schön, wenn ich mit der Maus nach rechts und links gehe, dass ich das ein bisschen bewege, kartentechnisch. Nach einer guten. Alles klar, erkundet mal das Gebiet, Männers. Die durchsuchen jetzt hier. Wir gehen jetzt mal kurz hier. In dieser Zeit gehen wir hier rauf und laden. Das heißt, wir stoppen die Maschinen und die Batterien werden geladen. Dafür verbrauchen wir natürlich ein bisschen Kraftstoff. Dauert jetzt ein paar Sekunden, bis er umschaltet. So, Kraftstoff wird natürlich ordentlich verbraucht, aber wir laden die Batterien schnell auf. Und dann können wir auch den Kompressor nochmal laufen lassen. Oh, das wird richtig in Sprit reingehen. Ja, gut. Guten Abend, der unaussprechliche Schuldige. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ich sag mal MNG. Grüß dich. Kannst du derweil schon mal den Kompressor? Habe ich gemacht. Spiele eher World of Tanks. Scorpion G. Den kenne ich auch noch. Relativ, das ist ein Radpanzer, glaube ich, gewesen, ne? Scorpion. Okay, die Männer sind auf der Insel. Die suchen noch. Ahoi, Battlebus. Grüß dich. So, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken hier. Was hier passiert ist. So, wir können es ein bisschen beschleunigen, glaube ich, ne, den Wahnsinn. So. Das läuft ja auch wieder für mich durch. Bei Comunio läuft das wieder für mich durch. Wie ist die Lage? Battlebus, ich melde ein paar Bugs erkannt. So, er läuft auch durch den Schnee in Knie hoch. Das ist auch nicht so schön. Schön ist aber, wie sie hier Ausdruck halten. Wie lange dauert das denn? Ein paar Bugs haben wir tatsächlich entdeckt. Die werde ich nachher nochmal absenden. Ja, eine Kette. Kettenpanzer, alles klar. Sehr Bug. Also heute gab es ein Update. Battlebus, heute gab es ein Update und das Spiel läuft jetzt unsauberer als vorher, leider, muss ich sagen. Und Steam hatte noch das Problem gehabt, dass wir das Update auch nicht ziehen konnten. Das kam auch noch dazu. Hast du auch den Scoof? Ich habe Scoof, der hat heute Doppelpack gemacht. Ich habe eine richtig gute Mannschaft, ich habe auch Füllkrug.
Und Pavard. Ginkiewicz habe ich auch, der ist leider verletzt. Ich habe ja 4 Jahre hintereinander, bin ich bei Comunio in meiner Liga Erster geworden. Dieses Jahr bin ich aktuell Zweiter, aber den Ersten habe ich jetzt gerade gecatcht mit Scoof und Kabak. So ist es. Ich habe sogar Battle Bus. Nächstes Mal ziehe ich mein Comunio-T-Shirt an. Nächstes Mal hol ich meine Pokale mal, bring ich mal hoch. Mache ich nochmal ein Foto von. Bei Battle Bus könnt ihr auch reinschauen, meine Lieben, wenn ich das vergesse. Der baut Warhammer-Figuren und spielt ab und zu auf Warhammer 3. Ganz netter Kerl. Der bedankt sich auch mehr, wenn ich das mache. Das mag ich dann. Deshalb mache ich das auch. Weil wir waren ja alle mal kleine Streamer. Und ich finde, es tut nicht weh, für jemand anders auch Werbung zu machen. Es gibt tatsächlich welche, die ich auch geratet habe. Die haben nicht mal einen Follower da gelassen, nicht mal gleichzeitig geratet. Da hieß es dann tatsächlich, habe ich mal reingeschaut, es gibt keinen anderen gerade, der Warhammer 3 streamt. Und ich war zur gleichen Zeit online. Ich wusste das ganz genau. Ich habe es nur im Nachhinein, weil ich mir ab und zu mal seine Videos angeschaut habe. Und das fand ich schon frech. Ist eigentlich immer so von der Größe gleiche wie ich gewesen. Und das fand ich damals echt frech. Und ich habe ihn 2-mal geratet. Und dann so zu tun, dass keiner mit Warhammer online ist. Frechheit. Unglaublich. Ja, Warhammer ist tatsächlich diese Woche Pause. Auch mit den anderen Spielen, weil wir ja gerade diese Spiele spielen. Nächste Woche ist wieder Warhammer in Gange und nächste Woche machen wir einen Stream auf jeden Fall mit War Tales, fangen wir wieder an. Da ist das große Update gekommen von der Stadt Gossenberg. Sehr schön. Die Kompression ist aber von der 40 sehr langsam, ja. Biorex, so ist das. Viele machen das auch. Auch viele große Streamer, die ich kenne, die ich auch mal geratet habe. Da kommt auch mal ein Danke und was das sehe ich. Aber es gibt tatsächlich einige, die gleich groß sind oder ein bisschen kleiner sogar. Ich weiß nicht, ob die Angst haben, dass die Zuschauer weglaufen. Ich habe damit kein Problem. Ich finde, man kann sich gegenseitig unterstützen. Ich bin ja kein Montana oder sowas. Ich würde mich natürlich auch mal freuen, wenn Montana hier vorbeikommt mit seinen 25.000 Zuschauern, den Stream zum Erbrechen bringt und mir nochmal einen Follower da lässt. Aber das wird ja nie passieren. Was nächste Woche anliegt. Nächste Woche werden wir auf jeden Fall eine Runde Warhammer spielen und einmal War Tales zocken. Und Sonntag ist natürlich unser U-Boot-Abend. Wie jeder Sonntag, also für die Zuschauer, Sonntag ist immer der feste U-Boot-Abend, 19.15 Uhr. Morgen werden wir gegen 17 Uhr, kann auch 18 Uhr sein Stream, weil ich vorher noch beim Workshop bin vom Kampftraining. Genau. Auswahltreffen. Wie Auswahltreffen? Achso. Battlebus, da finde ich, und wie gesagt, es tut nicht weh. Mir tut es nicht weh, andere zu raiden, weil ich finde, und es freut mich ja. Ich habe ja deine Freude in dein Gesicht gesehen. Auswahltreffen, Spiel, alles klar. Genau, wir beginnen jetzt mit dem Aufbau der Wetterstation. Battlebus, es tut mir ja nicht weh, einen zu raiden und so. Und wie gesagt, ich habe ja, Kontakt. Und ich habe ja deine Freude gesehen und das war mir schon eigentlich. Ich habe mich auch gefreut, tatsächlich. So, ich habe mich auch gefreut, dass du dich gefreut hast. Hört sich doof an, ne? Aber ist so. Gefreut, weil du dich gefreut hast. Aber warte mal. Wir gehen erstmal. Oh, das dauert jetzt richtig lange. Da hinten kommt jetzt der Kontakt. Weiß einer von euch, ob man jetzt von der Bäreninsel wegfahren darf? Um den Feind zu bekämpfen. Spiel. Morpheus sagt Spiel. Ich soll eine Auswahl treffen. Ja, habe ich doch. Oder nicht? So, genug geladen. Wir gehen erstmal runter. Auf Seerohrtiefe gehen. Ich habe gespeichert, ne? Mal gucken, ob die jetzt. Nicht, dass sie sterben wie beim Tauchen. Ich habe ja wenig Plan von Twitch und Stream. Kannst du auch, Fletcher? Leider nicht. Okay. Ja, allein diese Chatfunktion nur für Follower, das finde ich ja schon ein bisschen abturnt, muss ich sagen. Aber sieht jetzt nicht schön aus. Aber wir müssen jetzt ein bisschen schneller runter, Mannes.
Mikrofonreichweite erhöht. Wir tauchen ab. Ja, mach mal. Der Tinker. Schön, dass du da bist. So, alles klar. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. 11 Kilometer. Ich glaube nicht, dass die Kameraden das am Land schaffen. Die kommen ja direkt auf uns zu, ne? 2, 81, 3. Die Frage ist, hauen die ab? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir machen das anders. Legen Sie den Kurs an. Ich will rückwärts fahren. Ich will, dass sie hier vorbeifahren. Ich will die dich im Heck haben. Ralf. Mach die Aale glatt. Feindlicher Zerstörer auf. Einfach, weil ich rübergezogen Raid wurde. Achso, warte mal. Oh, jetzt haben wir hier Stress. Okay, es ist 2 bis 4. Die drehen hier. Wir machen Stopp mal ganz kurz die Maschinen. Feindlicher Zerstörer auf 1 Uhr. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wie lange brauchen wir noch am Land hier? 45%, okay. Der dreht. Bestätigt. Tiefensteuer. Jetzt hüpft er hier schon wieder wie so ein Känguru hinterher. Keine Vorteile, okay. Wir haben keine Vorteile. Ich weiß es auch nicht. Schön, ne, dass man jetzt so ein bisschen da jetzt so ein Pixel fehle. Nee. Vollmondendung, ja, tatsächlich. So, der andere zieht auch nach. Wir machen auch das, was Dings gesagt hatte. Wir gehen runter. Ich muss bloß, was jetzt mein Problem ist. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn die jetzt bei 61, bei 100% sind, ob die automatisch aufs Wasser zurück, also auf das Boot zurück wollen. Und die nachher versenkt werden. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Wir gehen jetzt auf Grund. Tauchen auf 50 Meter. Und gehen runter. Und verharren da erstmal. Entschuldigung, Enno, darf ich denn mal ein Bier zu Ende trinken, mein Lieber? 20 Meter. Ich wollte eigentlich auch mal letztens mich nackig machen im Stream. Aber es ist wohl nicht gewünscht hier. Oh, habe ich ihn an? Entschuldigung, warte. Vollkommen recht. Vollkommen recht. Und blaues Licht natürlich auch, ne? Schau mal, er macht das hier, den Kreisekompass ausschalten. Haut mal einer an. Grund. Die drei ziehen jetzt vorbei. Der dreht hier nochmal eine Pirouette. Ah, die bleiben da. Ich dachte, die ziehen einmal durch.
Shit! 79%. Alles klar. Prost, Benes. Er schläft wie Morpheus Arm. Ja, Morpheus kann gut schlafen. Bei dir ist es aber ethisch. Achso, okay. Achso, alles klar. Gut, wir spulen ein bisschen weiter vor. Ich denke mal, wir müssen aktiv werden, Benes. Du blätter auf die beiden. Ah, die drehen sich auch. Das stört mich an, ne? Können die stehen bleiben? Die Wetterstation ist jetzt einsatz- und betriebsbereit. Wir müssen nur noch testen, ob sie funktioniert, um diese Mission als abgeschlossen zu betrachten. Wir können mit unserem Bordfunkgerät prüfen, ob die Station die Daten... machen wir natürlich nicht. Das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht, mein Lieber. Mir geht es einfach um das Bier trinken. Mir geht es darum, dass die Systeme sich einfach da sitzen und laufen lassen. Ja, wenn man die... Ich habe das mal gesehen auch in irgendeinem Event. Das besondere Event. Da saßen die alle in einer Runde am Lagerfeuer und haben sich einen reingezischt. Gut, ich hätte auch gerne einen reingezischt. Oh Gott, die knallen doch gerade zusammen hier auch nicht. So, die Frage ist, was machen die hier noch? Das Problem ist, das machen sie, glaube ich, den ganzen Tag noch. Er ist da hinten im Gange. Das ist auch in Ordnung. Die Frage ist jetzt, was ich mir jetzt stelle, meine Lieben. Dass wir versuchen, jetzt hier wegzukommen und da vorne irgendwo in der Nacht aufzutauchen und die Leute an Bord zu nehmen. Meint ihr, das geht? Ja, das ist das. Aber das ist auch die Generation, ne? Das ist ja tatsächlich die Generation auch. So. Er dreht sich immer weiter, ne? Hm. Tauchen auf 50 Meter. Wir gehen ein bisschen hoch. Ich weiß, ihr seht nichts. Ich sehe auch nichts. Das ist das Geheimnis dabei. 40. Tauchen auf 50 Meter. Ich versuche hier einmal hinten wegzufahren. Aber warte mal. Was ist das denn jetzt für ein Funkspruch? Ich versuche nochmal wegzukommen. Nein, wir dürfen da nicht rangehen. Wir dürfen da nicht rangehen, dann haben sie uns. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Tiefe passt. Da müssen wir natürlich aufpassen. Geh auf 30. Kleine Fahrt. Das geht nicht. Wenn ich jetzt einen anschieße, dann haben sie mich hier. Ich habe auch mal zu meiner Frau gesagt, ich glaube, ich habe schon öfters auf dem Screen gesagt, die will gar nicht so groß werden. Ich finde das lieber schöner, wenn ich einen gewissen persönlichen Bezug zu meinen Zuschauern habe. Klar, dass es immer mehr werden irgendwann und sich das mehr aufbaut, ist das auch vernünftig. Aber ich möchte mich auch noch daran erinnern, mit wem ich hier im Stream geredet habe, mich auch an den Namen erinnern. Wenn ich mir teilweise an diese riesigen Streams anschaue, wo dann wirklich der Chat noch so durchballert, zwar 20.000 Abos in einen Stream rausknallen, um Follower und eigentlich sich teilweise gar nicht mehr bedankt wird, oder es gar nicht mehr wahrgenommen wird, von wem auch die Abos kommen und sowas, finde ich das schon ziemlich fragwürdig. So, ich werde versuchen, ja, ich weiß, sie sind gestresst, ich werde versuchen, bis hier vorne hinzukommen, dass wir ein bisschen außerhalb sind.
mal, jetzt hauen die ab. Feindlicher Zerstörer auf 4 Uhr. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Die fahren jetzt Richtung Süden. Oh, wo fällt er denn? Okay. Ja, da wollen wir nochmal gucken hier, wa? Alles klar. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Das sieht gut aus. Wir gehen bis hierhin hin. Na da. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Tiefe, Tiefe, jawohl, wir gehen runter. Ja, tatsächlich, Fletcher, so ist es, ne? Nervenzerreibende Szenen spielen sich ab. Ich speichere nochmal ab. Die spielen gleich noch eine Mission, ne? Also lauf nicht weg. Morgen könnt ihr dann selber spielen. Okay, hier dreht er sich nochmal. Legen Sie den Kurs an. 20 Meter. Schneller, schneller! Periskop rein. Da drüben ist es. Feindlicher Zerstörer auf. Hör auf, Mann. Alter Schleimer. Nee, warte mal, komm, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren jetzt hier. Auch wenn das jetzt lustig ist. Wieso ist das denn hier 30? Und da geht es wieder ein bisschen tiefer. Hier müssen wir durchkommen. Notfalls müssen wir ein bisschen in die Nacht warten. Sauerstoff wird ein bisschen knappig jetzt. Das passt noch von der Tiefe. Herr Kaloy. Ihr könnt übrigens auch die Pings verschieden einstellen, ne? 6 Meter. Und dem Kiel. Du machst das schon super, Danny. Immer spaßig mit alles klar. Ja, bleibe ich auch. Wir machen es wie bei den Anfängen. Auftauchen, 8-8-Angriff. Es sind nur 3. Na, Pauke. Ja, tatsächlich. Pauke ist ja schon auch sehr, sehr lange dabei. Den kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Ja, das stimmt. Ist der Hauf schon gar nicht. Ja, ich finde das auch schön. Ich freue mich auch für jeden Zuschauer, der wirklich hier reinluschert. Wenn ich mal überlege, also ich kenne Pauke kenne ich ja schon länger. Eine Zeit lang war er weg, dann ist er wiedergekommen. Es war ja wirklich mal so damals,
ich und Pauke saßen ja tatsächlich teilweise. Hier ist das von der Tiefe schon deutlich besser. Da habe ich ja damals auch an mein Laptop gestreamt, U-Boot, vor meinem Gin-Schrank hier unten im Wohnzimmer. Das waren noch Zeit und teilweise wirklich mit 2-3 Zuschauern nur. Berkin, einen wunderschönen guten Abend. Wünsche ich dir schön, dass du nochmal reinschaust, mein Lieber. Das waren noch legendäre Abende. Und der Pauke hat mir tatsächlich sehr, sehr viel über das Spiel damals beigebracht. Hier sieht es ganz gut aus. Die sind hier hinten. Ich schaue nochmal, ob ich hier ein bisschen... Na, ich glaube, bis hierhin können wir noch ranfahren, ne? Ja, das sieht ganz gut aus. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Seerohrtiefe, Tiefenruder ist noch besetzt. Das war noch lustig damals. Damals ja noch, wo ich noch klein war. Alles klar. So. Wir gehen bis da vorne hin. Ich muss mich ausruhen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist jetzt 15 Uhr. Periskop wird ausgefahren. Wartet mal. Aber es huppelt und ruckelt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, mein Lieben. Aber irgendwann werde ich diesen Fehler, diesen Huppelfehler, entdecken. Guck mal, jetzt huppelt er nicht, ne? Komisch. Die Welt ist komisch. Doch, jetzt huppelt er wieder. Ach, aber das liegt vom Wasserstand, glaube ich, ne? Ich weiß das nicht. Sind ziemlich weit weg. Ich glaube tatsächlich, mein Lieben, wenn wir bis in der Nacht warten, dann haben wir sie. Abstand von hier aus bis dahin. 11 Kilometer. Das schaffen wir. Speichern und dann versuchen die Leute mit dem Funk rein. Das machen wir auch gleich mal auf uns. So habe ich mir das auch gedacht. Realistischer. Hey, meine Batterien. Hey, Akku, alle leer. Steckdose, ja. So, warte mal. Rückkehr an Bord. Das wollte ich jetzt nicht. Wir retten die Jungs. Hier wird keiner zurückgelassen. Niemand. Und das ist das Letzte, was ich heute Abend tue. Alles klar. Temperatur minus 4 Grad, wenig gescheit 9. Hier wird kein Mann zurückgelassen. Befehl ausgeführt. Oh, die sind schon wieder alle an Bord. Ach nee, die müssen jetzt mal zurück. Und jetzt wird es spannend. Jetzt wird spannend. Die Frage ist, kann ich die so zurückholen? Das wäre wirklich interessant. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Kapitän? Die sind untätig. Ja, wo sind die denn? Ach, guck mal, die sind schon alle an Bord. Es ist nur noch Morpheus. Wie sind die denn reingekommen? Ach, scheiße. Enno, Entschuldigung. Wir gucken gleich mal. Warte mal. Wie sind die denn jetzt reingekommen? Sind die jetzt reingetaucht durch die Luke? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir fahren aber deshalb mal ganz schnell weg. Kleine Fahrt. Habe ich eingestellt, alles klar. Abend, das Update ist super, Ulf. Schön, dass du da bist. Trinken. 7 Tage lang. Enno, ich mach das. Nochmal 10, das sind ja 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 für Enno und jetzt kommen wir 10 für Ulf noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10. So, da waren ja 20. Das reicht jetzt auch. Jetzt schwitze ich auch. Das gibt's doch nicht. Oh. Alter Schwede. Schweißperlen oder den Arm. Ne, bin ich auch fertig. Guck mal. Ich krieg keine Luft mehr. Am Limit.
Wir echt am Limit jetzt. Oh, okay. So. So, alles hier Abmarsch. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Langsame Fahrt. Ei, ei, Herr Kaloy. Und ab nach Hause, Manners. Wir machen gleich noch eine Feindfahrt. Morpheus, muss ich nicht. Sehr wohl, Herr Kaloy. Wir haben noch den Jolly Joker in der Hand. Kurzfristig. Alarm abgebrochen. Zeit für eine Pause. Hör mal weg, Herr Turas, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du heute da gewesen bist. Wie gesagt, morgen denke ich mal 17, ich denke mal, nee, eher 18 Uhr. Lass uns mal morgen bitte 18 Uhr machen. Vorher schaffe ich das nicht. Ich bin bis spätestens 15 Uhr beim Kampfsport, beim Workout. Und da haben wir morgen 30 Mann. Ich weiß nicht, ob wir rechtzeitig rauskommen oder ob das noch ein kleines Bier hingibt. Also lass uns mal morgen bitte 18 Uhr machen, meine Lieben. Wer Bock hat. Und Sonntag wieder 19.15 Uhr. Step, grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Centuras, ein wunderschönes Wochenende wünsche ich dir, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. So, wir schippern uns raus. Wir haben wieder genug Luft drin. Ventilatoren aus. Und nächstes Team kommt aus der Badewanne, ja. So, wir sind ja auch hier raus. Wir sind gut aus der Affäre rausgerutscht. Kriegsschiffe sind knapp 20 Kilometer entfernt. In der Tiefe gehen wir jetzt hier ein bisschen weiter runter. Und dann denke ich mal, können wir auch auftauchen. Auf voll AK schalten. Da ziehen wir hier einen ab. Da ziehen wir auch zwei ab. Und die fügen wir hier hinzu. Klickt nicht so rein. Das haben wir vorhin auch gemacht. Dann ist das vorbei. Oh, warte mal, wir müssen auftauchen. Entschuldigung, Video fehlt. Passt gut. Bin morgens mit den Kids unterwegs. Das ist sehr gut. Oder Zahnplatschen. Ist klar. So, jetzt wird erstmal aufgeladen wieder. Kompressor, Reisekompass, Lenzpump nochmal anmachen zum Durchspülen. Normale Beleuchtung noch. Und dann geht das Richtung Abendrüdel. So. Das war schon mal weg. Wir werden jetzt mal, weil wir wollen ja gleich nochmal, übrigens für die Leute, die jetzt später reingeschaltet haben, eure Zeichnung, die ihr hier einsetzt, unser altes Minenfeld hier hinten, die Zeichnung vom letzten Stream, das bleibt jetzt alles erhalten übrigens. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht, die Jungs. Aber das brauchen wir tatsächlich jetzt nicht mehr. Und wir führen jetzt unsere Feindfahrt aus. Bäreninsel abgeschlossen. Wir gehen jetzt zurück in den Hafen. Wir werden gleich hier im Anschluss noch eine Feindfahrt machen, weil wir heute sehr spät angefangen sind, weil Steam echt Update-Probleme hatte. 6 Tage später. Achso, wenn es dir gefällt. Achso, genau, kommt in Discord, genau. Melde mich zum Dienst. Alles klar, sehr schön. Also die ersten beiden Touren hatten wir tatsächlich Standing Ovation hier am Pier. Und scheinbar überzeugen wir aktuell nicht mehr so sehr. Ademaru, sehr gut. Fanny. Sehr gut. Perfekt. Morpheus. Eisenkreuz, 2. Klasse. Erste Klasse wartet auch nicht mehr lange auf dich. Mit der Schwede. Mergo. Sehr gut. Weitermachen. Ohne Meldung. Ritterkreuz. Das ist mir auch gut dabei. Wir haben heute nicht viel versenkt. Wir haben jetzt aber tatsächlich die Forschung freigeschaltet, verbesserte Wettervoraussagen. Wir haben jetzt 200% plus gemacht. Das heißt, wir werden jetzt 3 Punkte insgesamt haben. Und mit diesen 3 Punkten werden wir jetzt die erste Forschung oder die zweite Forschung jetzt betätigen. So, Wetterstation Bärensee. Sowohl für die Kriegsmarine als auch für die Luftwaffe wäre es von großem Nutzen, genauere Wetterdaten zur Verfügung zu haben, um zukünftige Operationen noch besser zu planen. Aus diesem Grunde wurden Pläne erstellt, um autonome Wetterstationen in entlegenen Landstrichen zu errichten. Unsere Meteorologen erachten diese Bäreninsel als ein vielversprechendes Ziel für solchen Einsatz. So, das waren unsere Versenkungen, die wir hatten. Hier ein Öltanker, so einen alten Frachter und das war es auch, glaube ich, schon, ne? Wir hatten ja gar nicht mitgenommen unterwegs, auf dem Weg dorthin.
Oh, Svenes. Das war der erste Streich heute. Wir haben uns gut aus der Affäre gezogen. Jetzt will ich mal ganz kurz... Wir haben 3 Punkte. Wir haben noch 2. Kapitän, das Überlebende hier an Bord. Die muss 30% bringen. Die Reichsmark sind da gar nicht mehr so relevant. Hat das für 4 gereicht? Nein, auch knapp gescheitert. Hätten wir doch noch ein paar Matrosen mitnehmen können. Na gut. Wir gehen jetzt mal ins Hauptquartier. Haben 3 Punkte, ne? Wo ist dann jetzt... Ach, schaut mal. Schaut mal. Da oben ist jetzt durch die Bäreninsel, was wir freigeschaltet haben, ist jetzt ein Forschungsplatz frei geworden. So, was können wir da machen? Die Wetterstation, die von Ihnen installiert wurde und Betrieb genommen wurde, liefert schon seit einiger Zeit nützliche Wetterdaten. Wir können diese Daten nutzen, um U-Boote mit nützlichen Wettervoraussagen zu versorgen und dadurch die Navigation mit dementsprechender Planung zu ermöglichen, Treibstoff zu sparen. Ach, guck mal. Selbst damals war schon Thema, Energie zu sparen. Wenn Sie einen Ihrer Ingenieure, eine Gruppe ziviler Meteorologen entsenden, die für die Kriegsmarine tätig sind, können die Ingenieure den Meteorologen erläutern, welche Informationen notwendig sind, um Treibstoff einzusparen. Das ist ja interessant. Cool.